Willkommen zu unserem ersten Vortrag auf dem Congress. Der Vortrag ist, Open Source ist nicht ausreichend, um Vertrauensprobleme in Hardware zu lösen. Obwohl wir viel Gutes über Open Source Software sagen können, ist es nicht inhärent sicherer. Und genau das Gleiche ist die Version für Hardware. Und wir reden jetzt darüber, wie man vertrauenswürdige Hardware bauen kann und wie sie mit der Software zusammengebracht werden kann, damit es sicher ist. Wir haben einen Vortragenden hier, Bunny. Er hackt Hardware und Firmware, aber der Vortrag wurde von drei Leuten vorbereitet, nicht nur Bunny, aber auch Sean Somcross. Die anderen sind leider heute nicht da, aber eine große Runde Applaus für unseren Vortragenden Bunny. Good morning, everybody. Thanks for braving the crowd. Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein kann und dass ich hier also sein kann und über dieses Problem sprechen kann. Ja, es ist ziemlich aufregend. Das ist so der erste Talk, der es heute gibt. Die Präsentation ist jetzt vom PDF-Backup. Mal gucken, wie es funktioniert. Also, heute geht es darum, dass Open Source nicht ausreicht, um Hardware-Probleme zu lösen. Und wir schauen uns mal an, was wir dagegen tun können. Also, mein Hintergrund ist, ich bin ein großer Evangelist für Open Source Hardware. Ich habe eine ganze Menge in Open Source gebaut und da gibt es so eine Frage, die an mir nagt und sagen, ja gut, okay, weißt du, man baut diese Open Source Hardware, man kann ja mehr vertrauen, und da ist so diese Lücke in meinem Kopf gewesen, wo ich gedacht habe, ah, was ist das? Und in diesem Talk versuche ich mal, das rauszudestillieren, wo das Problem liegt. Also, ich denke, Leute haben Meinungen, welche Browser sicherer sind und welchen man mehr vertrauen kann, aber die Frage ist, warum tut ihr das? Warum würdet ihr vertrauen, der eine ist besser oder sicherer als der andere? Und irgendwas sicherer ist als zum Beispiel der Samsung-Browser, der in deinem Telefon drin ist, oder warum man vielleicht einen anderen verwendet. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Leute da so verschiedene Meinungen haben, und die Leute sagen, dass Offenes halt immer vertrauenswürdig ist. Aber warum? Ist das, weil wir tatsächlich durchlesen, was da passiert? Ist das, weil wir das sozusagen selber kompilieren, bevor wir sie verwenden? Nee, wir haben eigentlich nicht die Zeit, um das zu tun. Also schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, warum Software als sicherer gilt. Also, hier ist ein Diagramm für den Lebenszyklus von so einem Softwareprojekt. Man sieht also einen Haufen Developer auf der linken Seite, die Code committen in so ein Source-Management-System, live wie Git zum Beispiel. Dann bauen die das Ganze und dann geht das Ganze in eine Cloud, die nicht vertrauenswürdig ist. Das wird runtergeladen, auf die Festplatte, in RAM geladen und läuft dann ab. Und der Grund, warum wir glauben, das könnte vertrauenswürdiger sein, ist, dass wir daran glauben, dass wissen, dass jeder im Grunde diesen Source Code lesen kann, das selber bauen kann und dann bestätigen kann, dass das auch tatsächlich dasselbe Executable am Schluss rauskommt per Hash. Und die User können auch sozusagen rausbekommen, dass das auf diese Weise für sie funktioniert und dass es also vertrauenswürdiger ist. Wenn wir also Leute haben, die bestimmte Sachen angreifen wollen, zum Beispiel den Build-Server oder den Cloud-Server, können wir das umgehen. So. Das hat damit zu tun, dass wir Werkzeuge haben, die Vertrauen in Software übersetzen können. Also zum Beispiel Hashing, Public Keys, Merkle Trees und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich noch die sozialen Netzwerke, die wir suchen, die wir haben, um die Community-Standards für Codequalität und Ähnliches aufrechtzuerhalten. Nun, es lohnt sich mal anzuschauen, weil wie Hashing für uns funktioniert. Denn da kann man so eine Kette des Vertrauens, so eine Chain of Trust aufbauen. Was ist Hashing für Leute, die es nicht wissen? Ein Hash nimmt einen großen Haufen Bits und berechnet daraus eine Zahlenfolge. Und das, oder Symbole generiert ja. Und wie wir in dem Bild sehen, eine kleine Änderung, ein einziges Bit generiert eine völlig andere Symbolfolge. Wir sehen also hier die Datei auf der linken Seite, die hat einen Hash, der besteht aus Katz, Maus, Panda und einem Bär. Und ein Bit geändert und schon hasht das Ganze auf ein Pfirsich-Cookie und ein Stück Pizza, glaube ich. Und da ist diese Änderung, wie gesagt, eine Änderung reicht raus für eine dramatisch andere Hash, der rauskommt. So, und diese Hash-Funktion ist also so ein Sicherungsmechanismus, der sagen kann, ob irgendetwas sich geändert hat.
Und bei Signierung geht es darum, dass man also einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel hat und damit diese Hashes nochmal signiert und damit also sicherstellen kann, dass diese Hashes tatsächlich von dem bestimmten Autor kommen. Die Herausforderung dabei ist, dass wir da eine eine Verifikations- und Benutzungszeitpunkt-Probleme haben. Wenn wir es zu einer anderen Zeit überprüfen, als es benutzen, kann man das mit einem Man-in-the-Middle-Angriff sich hereingehen. Das ist eine Angriffsklasse, die es ermöglicht, Informationsverkehr in der Wetterübertragung anzugreifen. Sie halten uns auch so ein bisschen warm, diese Hoodies in kalten Plätzen, wenn es kalt ist. Ein Beispiel für einen Benutzerzeitpunkt und Überprüfungszeitpunktunterschied ist, wir laden eine Datei herunter, schreiben sie auf die Festplatte, überprüfen sie und jetzt könnte ein Angreifer die Datei auf der Festplatte verändern, bevor es in Arbeitsspeicher übertragen wird. Und obwohl die richtige Version heruntergeladen wurde, ist die falsche Version, die in Arbeitsspeicher geladen wird. Die Idee, wie die Sicherheit bei Open-Source-Projekten ist, ist, dass wir eine Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Wir versuchen, die Überprüfung möglichst nah an den Kunden zu machen. Kurz bevor die Software ausgeführt wird, wird überprüft, ob die Software immer noch die richtige ist und ob die... Die Frage ist eher so der Ort der Überprüfung und nicht die Zeit der Überprüfung. Es ist wichtig, dass man die Kopie der Software überprüft, so nah wie möglich dran. Wir nennen es nicht so, weil es hört sich so ein bisschen komisch an. Warum ich jetzt sage, so, dass der Platz, der Ort der Überprüfung ist, der Platz, Ort der Überprüfung ist nicht der Ort der Überprüfung. Das Problem ist, wie haben wir unser Vertrauen und das ist, wir müssen die ganze Lieferkette vertrauen. Wir haben zum Beispiel eine Firmware, da ist ein bisschen Code, der da in deiner drin ist. Und dann kann das verändert werden, aber es kann auch ein zusätzliches Hardware-Modul in deine Hardware eingebaut werden. Vom Firmware-Situation ist die Technologie ein Problem. Es ist wirklich ein Software-Problem. Die gute Idee ist, wir haben Open-Firmware-Implementationen, die diese Fragen angeht. Wenn man eine ausreichend große Firma ist, kann man die Firmware-Blobs sich anschauen und das Problem eventuell lösen. Aber das Problem ist, dass man immer noch der Hardware vertrauen muss, dass die Verifikation richtig läuft. Das heißt, wenn die Hardware das nicht richtig verifiziert, ist egal, dass man eine vertrauenswürdige Firmware hat. Und dann sind wir jetzt bei der Frage von Hardware-Implants. Die Frage ist, wie schlimm kann es werden? Wie ist das Feld, wo haben wir da wirklich unsere Vertrauensprobleme? Ich habe viele Jahre mit Lieferketten angeschaut, das ist keine nette Umgebung. Viele wollen die Chips in der Lieferkette verändern. Das ist ein kleiner Microcontroller, ST, behauptet sicher zu sein. Und jemand hat gesagt, das ist nicht sicher, funktioniert nicht richtig. Und wir haben uns das angeschaut und da ist ein komplett anderer Microcontroller drin. Das wurde nicht gemacht, weil jemand die Sicherheitschip angreifen wollte, sondern jemand wollte schneller ein bisschen Geld bekommen. Das, was drauf steht, ist das, worauf man schaut. Was drin ist, ist egal. Oder man sieht es nicht. Ich habe ein Roboterkontrollgerät gebaut mit einem FPGA. Wir haben 1000 davon hergestellt und ungefähr 3 waren kaputt. Und ich habe später angeschaut, was passiert ist, dass sie nicht durch die Tests durchlaufen. Und ich habe gemerkt, dass alle, die nicht funktionierend waren, hatte diesen weißen Viereck da unten, in dem der Zoom in Versionen hat. Und was wir festgestellt haben, war da drin war IS für Engineering Sample und das wurde dann einfach weggelasert. Und das gesagt hat, dass es noch nicht ein normales Produktionsgerät ist und hat es einfach in die verkauft und es hat viel Geld damit gemacht. Verkäufer machen relativ wenig Geld, das heißt, selbst wenig Prozent sind viel Profit. Das heißt, selbst wenn 97% der Hardware in Ordnung ist, bedeutet immer noch nicht, dass alles in Ordnung ist. Es hilft nicht,
nicht, ein Beispiel aus der gesamten Hardware herauszunehmen und sagen, hey, das ist richtig und darum müssten alle richtig sein. Das ist einfach eine falsche Herangehensweise. 100% Hardware-Verifikation ist notwendig, wenn wir über Vertrauenswürdigkeit sprechen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Das ist ein Diagramm einer Analyse von Supply Chain angegriffen. Wir haben hier oben, wie einfach ist es, das festzustellen. Unten braucht man ein Mikroskop, in der Mitte ist ein X-Ray, das ist ein bisschen spezialisiert, und oben ist einfach visuell und mit dem JTAG, mit einem Programmiergerät. Und links und rechts ist die Implementationsspezifikation. Sachen, die mehrere Millionen im Monat kosten oder ein paar Dollar pro Sekunden. Hier sind viele unterschiedliche Klassen. Es gibt Sachen, die sind sehr einfach. Komponenten austauschen ist sehr einfach. Komponenten hinzufügen ist relativ einfach. Aber die gefährlicheren ist einen neuen Chip in den Chip, den man sieht, hinzuzufügen. Das ist noch ein Chip in einem Paket hinzufügen. Das ist ein Teil von den Snowden-Dateien, die wir gefunden haben, wo sie einen Chip, zusätzlichen Chip in Konnektoren einbauen, in USB-Stecker und andere Chips, die normalerweise drauf sind. Ein Chip in einem Paket hinzuzufügen ist relativ einfach. Das passiert jeden Tag, wenn man irgendeine SD-Karte, Micro-SD-Karte, die man hat, aufmacht, dann sieht man, dass da zwei Chips drin sind, mindestens ein Speicherchip und ein Controllerchip. Und sie können 16, 17 Chips in diese Pakete reinspasteln, ohne dass es ein Problem ist. Und wenn wir diese Tricks finden müssen, ist der einfache Weg, alles durch ein X-Ray-Gerät durchzuschieben. Und so sieht eine Platine aus. Ein paar Sachen sind sehr offensichtlich. Hier links haben wir unser Ethernet-Gerät. Da sind viele Sachen und das ist alles, was da reingehört. Das ist normal. Und hier rechts haben wir unsere Chips und das ist ein bisschen, wenn man das sich anschaut und sagt, hier ist dieses große viereckige Ding da unten, das muss der Chip sein. Aber tatsächlich ist es nicht der Chip, sondern das ist die Lötstelle, die zur Platine hält, weil man kann den echten Chip gar nicht sehen. Wenn wir einen echten Chip in einer X-Ray anschauen, dann muss das ungefähr so aussehen. Links sieht man es in 3D aus und rechts ist, wie es so ungefähr im X-Ray aussieht. Man hat diese dünnen Drähte, die rausgehen. Wenn man einen Chip in Chip anschaut, das hier ist ein Bild von einem Chip, man sieht verschiedene Silikonschichten, die aufeinander gebaut sind, und wenn man das von der Seite sich anschauen würde oder können würde, muss man leider den Chip von der Platine ablösen, um das zu machen. Das heißt, wir sehen immer nur von oben drauf. Und wir sehen einfach nur ein paar gerade Drähte. Es ist nicht offensichtlich von einem, ob wir mehrere Chips sehen, acht Chips, ein Chip. Wie viele Chips sind da überhaupt? Weil die ganzen Drähte über den Chip gehen und gut aussehen. Hier, so sieht ein Chip im Chip-Szenario, ein Chip, und die Drähte gehen einfach nur so ein bisschen weiter, und im X-Ray kann man das nicht sonderlich gut sehen. Wir sehen ein paar längere Drähte in ein paar Fällen. Das heißt, man kann die finden, aber es ist nicht offensichtlich, dass man ein Implant Tat gefunden hat. Silikon finden ist schwer, Silizium ist relativ durchsichtig für X-Rays. Wenn man Kupferschichten darunter hat, dann sieht man die einfach nur schwer. Es gibt ein paar Sachen, die man dagegen machen kann. Man kann Computertomographie machen, man kann Röntgendefragmentieren. Es ist alles keine sicheren Methodiken. Und der Angriff ist gut verstanden, es ist relativ günstig. Ich habe hier mal selber ein paar paar Chips zusammengebaut. Es kostet ein paar tausend Euro pro Woche, 7000, wenn man einen selber kaufen möchte. Man programmiert die Maschine einmal und dann läuft es. Also wenn man einen Chip modifizieren möchte, dann ist es nicht so obskur, wie man sich denkt. Gut, dann gehen wir noch ein Stückchen weiter nach unten und schauen mal, wie das Ganze aussieht. Also hier ist ein Querschnitt von einem Chip. Da unten sieht man den Basischip und oben sieht man einen Chip, der nur 0,1 bis 0,2 Millimeter stark ist, und tatsächlich haben die dort durchgebohrt durch diese Chips, sodass man also
oben und unten Schaltkreise hat. Und das sieht man dann tatsächlich auch. Und so sieht man also, wie diese Chips übereinander geschichtet oder gestapelt sind. Und das zweite Konzept ist, ist dieses auf dem Wafer, also auf den einzelnen Platinenschichten rausgeätzte Sachen. Und da sieht man also, dass diese überall drin sind. Also wenn man ein iPhone zum Beispiel reinschaut, dann sieht man eigentlich, dass sämtliche Chips in dieser WLCSP-Technik gemacht sind. So, und was da passiert ist, wenn man sich das Ganze anschaut, dann sieht es aus wie ein normaler Schaltkreis, den man dort hat und der dann darauf montiert ist. Wenn man das Ganze aber kombiniert mit diesem Silikon-Durchbrüchen oder diesem Implantat, der da drin ist, dann bekommt man eine Angriffsmöglichkeit, die dann so hier aussieht. Man hat also ein Stück Silikon und das ist das originale Pad drauf und das maskiert oder verdeckt sozusagen das, was da drunter ist, und das ist im Grunde nicht auffindbar. Also wenn man sich das Ganze anschaut, an der Kante dort sieht man dort so eine Naht, wo man das möglicherweise dran noch erkennen könnte, weil da verschiedene Schichten oder was drin kombiniert sind. Und wenn man wirklich überlegen will, okay, wie gut kann man so ein Implantat verbergen, so würde ich das machen, wenn ich es machen müsste. Also man muss die Chips sozusagen nicht in einer Form bekommen, die man tatsächlich verlöten kann sozusagen, sondern man kann die eigentlich direkt kaufen, wie es ist. Und man muss dann halt so eine Vorlage bauen aus Silikon. Das kann einige hunderttausend Dollar kosten, bis man das hat. Aber wenn man das hat, dann hat man einfach Chips, die ziemlich verbreitet sind. Dann baut man da so eine Vorlage für, wo man diese Schicht hat, und dann kann man damit arbeiten und das Ganze vertreiben. Also das ist hier. Gut, reden wir mal noch ein bisschen über die Modifizierung des Chips selber. Also wie schwierig ist das, so einen Chip tatsächlich selbst zu modifizieren? Also wenn wir ausschließen, dass jemand einen Chip hinzugefügt hat, wie hart ist es, den eigentlichen Chip zu modifizieren? Also schauen wir mal. Gucken wir uns das Ganze mal bei einem Open-Source-Prozessor an. So, wo ist die Angriffsfläche für diese Modifizierung? Auf der linken Seite sieht man so ein Flussdiagramm, wie so eine Schaltkreisherstellung aussieht. Es geht im Grunde los mit diesem High-Level-Chip-Design mit RTL Plus oder Python. Dann geht man, man muss eine Entscheidung treffen. Macht man Backend-Tooling oder macht man es nicht? So, wenn man also der Fabrik vertraut, und ansonsten baut man den Chip dann selbst zusammen mit ein paar Lücken drin sozusagen, macht diese Masken, die man dafür brauchen, geht in die Massenproduktion von dem Ding. Und die Frage ist, wo man sozusagen dort angreift, ob man also einzeln oder in großen Mengen dort mit herumspielt. Also, wenn man den RTL selber geschrieben hat, dann macht man den Chip selber, aber das ist eigentlich nur im Fall der Minderheit passiert, denn normalerweise macht der Kunde sozusagen diesen Ablauf, und das dauert normalerweise kostet einige Millionen Dollar, bis das funktioniert. Das macht man vielleicht für ein Flagship-Produkt, also für so ein richtig Flagship-CPU, die eine Firma herstellt. Die meisten Chips, die hergestellt werden, würde man sagen, das ist eine ASIC-Seite, Application-Specific Integrated Circuit. Also man macht so RTL-Diagramme, man macht vielleicht noch so diesen Floorplan, und dann macht die eigentliche Fabrik, von der man das herstellen lässt, das ganze Detail, also wo das Ganze sich auf dem Chip befindet, die IP Integration und so weiter und so fort. Und das macht man für billigere Chips, die man halt braucht, also Support-Chips, Disk-Controllers. Ja, genau. Und das sind also Chips, wo also zum Beispiel Daten durchtransportiert werden. Ich gebe euch mal eine Idee, wie verbreitet es ist. Da gibt es diese Firma, das ist eine dieser Multimilliarden-Dollar-Firmen, von denen du niemals gehört hast. Hier sieht man das Design davon, und da sieht man, wie sich das aufteilt, wo das Design gemacht hat und wo das eigentliche Testing stattfindet. Na, so, das heißt, wenn ich COT mache, das heißt, wenn ich es nicht über ASIC mache und sehr, sehr viel Geld in die Hand nehme, dann sollte ich eigentlich sein, oder? Tja, da ist auch eine Schwäche drin, ist das sogenannte Hard IP Problem. Auf der rechten Seite sieht man sozusagen den Plot von diesem SRAM-Scan. Sieht so aus. Das Bild sieht nicht so toll aus auf dem Projektor jetzt, aber was man hier sehen kann, ist der SRAM-Block, der da drin ist. Und diese ganzen bunten Blöcke, die da drin sind, sind Zellen, die repräsentieren die tatsächlichen NAND-Gates und sowas, die da drauf montiert sind. Und
wenn man dort drauf schaut und diesen RAM in diesen Punkt dort kurz oder diesen RAM kurz vor der Produktion reinbringt. Das macht man deshalb, weil der RAM selber eigentlich ein großes Geschäftsgeheimnis immer ist. Ne? Das möchte man also für sich behalten. Da geht eine Riesenmenge Know-how rein. Und deswegen kann man, seinen eigenen RAM bauen, das geht tatsächlich, aber das wird niemals so gut sein wie das, was die großen Firmen aufgrund ihrer Geschäftsgeheimnisse herstellen. So, also bei Hard IP, worum geht's da? Das heißt, wenn man sich diese RF-Bandgaps und sowas anschaut, RAM, ROM, E-Fuses und Padrings, das sind die Dinge, die dort angreifbar sind. Das ist das Ding, was sozusagen dein Chip von ESD schützt, die Padrings. All diese ganzen Dinge, die man braucht sozusagen, um eine Backdoor in einen Chip einzubauen. Gut, also sagen wir mal, okay, wir bauen sozusagen unsere ganzen IP-Blocks selber, unseren ganzen RAM, wir machen das alles alleine. Dann sollten wir eigentlich komplett sicher sein. Na, Mensch, man kann diese Masken, aus denen das Ganze hergestellt wird, diese Belichtungsmasken, kann man auch noch dramatisch verändern. Und nämlich bevor sie tatsächlich in der Produktionskette drinne landen. Und die gehen immer durch so eine Bearbeitungsphase. Ne? So, das heißt, diese Masken, aus denen ein Chip dann geätzt wird, die sind nicht perfekt. Sie müssen immer bearbeitet werden. Und deswegen muss man, wenn da ein Problem drin ist, von Hand sozusagen reingehen und einzelne Elemente einfach nochmal nachbearbeiten oder reparieren. Und man macht es hoffentlich besser, als es dann vorher war. Was kann man damit machen? Ja, da gibt es eine ganze Menge Veröffentlichungen drüber, die das beschreiben. Das hier zum Beispiel, da passiert jetzt keine dramatische Änderung in der Logik. Das heißt, was hier passiert ist, man muss also wirklich mit spektrographischen Verfahren da reingucken, das Ganze ranschauen. Aber man kann dann direkt auf der Schaltkreisebene Elemente verändern und das sorgt dann auch dafür, dass man tatsächlich Veränderungen in der Logik des Chips herbeiführen kann. Und ja, das passiert, wenn man ASIC nimmt. Ja, mein Gott, da gibt es auch immer wieder Probleme. Chipdesigner machen Fehler, das geht überall. Das heißt, man muss das ja auch reparieren können und damit ist hier dieser Angriffspunkt gegeben. So, das heißt, selbst auf diesem Maskenlevel kann was passieren. Das ist nur ein ganz schneller Überblick, wie, wo man sozusagen dieses Vertrauensproblem ansetzen muss. Und als, um das mal schnell zusammenzufassen, also das Problem ist, es gibt eine Menge Orte, wo man so Implantate drin verstecken kann. Nicht alle davon sind entweder schwer oder teuer. Die sind eigentlich eher leicht zu machen, dieses sogenannte Wirebonding, und es ist nicht so leicht herauszufinden, dass das passiert ist oder dass das jemand gemacht hat. Wenn man das ziemlich gut plant, sind sie wirklich, wirklich schwer zu finden. Also man kann Implantate, man kann Einbauten machen. Also was machen wir? Ja, na gut, dann müssen wir also unsere eigene Fabrik bauen, nicht wahr? Also machen wir das, wir bauen unsere eigene Fabrik, egal wie es funktioniert, wir sorgen dafür, dass wir ordentliche Fabrikarbeiter dort haben. Gut, also gucken wir uns das an. So, also es geht los mit dir selbst, das bist du. Und dann könnte man sagen, okay, da gibt es diese Evil Maid, also jemand, der zuarbeitet und dabei heimlich etwas verändert. Denk mal darüber nach, wie ja, die Sachen, die du kaufst und brauchst, wie die eigentlich zu dir kommen. Es gibt eine Vertreibung, da gibt es den Kurier oder der Fahrer, der zu dir fährt. Es gibt tatsächlich Fälle, wo auf dem Transportweg des Materials zur Fabrik das Ganze sozusagen unterbrochen wurde, verändert wurde und dann wieder zurück, wieder verändert wurde. So, wie funktioniert das insgesamt? Schauen wir uns das mal an. Es können auch andere Leute einfach dieses Produkt kaufen. Sie können es verändern und das dann als Reklamation einfach zurückschicken. Und das heißt, du kaufst Hardware von dem Distributor. Und tatsächlich kann durch Zufall dann so ein verändertes Ausgangsmaterial bei dir landen. Also das ist das so was passieren kann. Dann gibt es hier ein Paper, der nochmal ein bisschen genauer drüber erklärt, wie solche Sachen funktionieren, dass man also Sticker und Zertifikate darauf entfernen kann. Na gut, okay, nehmen wir das zurück. Schauen wir uns mal noch auf den Zoll an und sowas, darüber müssen wir uns ja auch Sorgen machen. Und es heißt, es gibt eine riesige Angriffsoberfläche, wo selbst mit einer eigenen Fabrik sozusagen von der Distribution bis zur Box
und sagen, also diese ganzen Sachen, wo etwas passieren kann, um Sachen ein bisschen profitabler zu machen, werden Leute Sachen immer ein bisschen billiger machen oder einfach eine Angriffsoberfläche damit unfreiwillig vielleicht sogar öffnen. Das heißt, es gibt immer so einen Punkt, wo irgendjemand an die Hardware eben rankommt, bevor sie bei dir landet. Tja, kann Open Source uns jetzt retten oder kann Open Hardware dieses Problem jetzt lösen? Also denken wir mal drüber nach. Wir haben diese Developer auf der linken Seite. Wie weit kommen wir damit? Na, wir können also die CI-Checks machen, wir können gucken, dass die Hardware korrekt ist, wir bekommen diese offenen Entwürfe, diese offenen Schaltkreise. Wir können sozusagen an einer Stelle nochmal so einen Test machen und schauen, dass da noch irgendwelche Probleme entdeckt werden, aber man sieht schon, wenn man sich das Ganze anschaut, es gibt einen Haufen Orte, wo es, wo wir es nicht kontrollieren gucken. So, das heißt, einfach nur die Hardware dann selber zu lösen, dass das funktioniert nicht, weil wir können letztlich Hardware nicht hashen. Es gibt keine Hash-Funktion, die mir prüft, ob meine Hardware wirklich korrekt ist. So, das heißt, es gibt einfach keinen bequemen Weg, um das zu prüfen. Naja, jetzt sagen Leute, Bunny, aber es gibt immer noch das größere Mikroskop, mit dem man nachgucken kann. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt eine herrliche Technik, die heißt ptychographische Röntgenbildgebung. Damit kann man es wirklich bis auf den Gate-Level, also auf den einzelnen Transistor runter, sich das Ganze anschauen und Design-Verifications machen. Aber das Problem ist, das Mikroskop ist so groß wie ein Gebäude. Ja, also dieses komische scheibenförmige Ding, das ist das Mikroskop. Das braucht man, um diese Verifizierung zu machen. Und man kann vielleicht da hingehen und sozusagen sagen, ja gut, okay, ich prüfe es dort, aber wiederum die Zeit, wo ich es prüfe, ist nicht die Ablaufzeit, wo ich es benutze. Und das ist das große Problem. Und ich kann halt auch immer nur einen einzigen Chip dann prüfen. Ne? Nur wenn 99% meiner Hardware okay sind, heißt es überhaupt nicht, dass ich sicher bin. Ja, es gibt da einfach ein paar sehr fundamentale Probleme, die noch drin sind. Wenn ich Zufallsstichproben mache, reicht auch nicht. Das ist einfach nicht gut genug, um Sachen rauszufinden. Würde man Software auch nur zufällig überprüfen, wenn man runterlädt? Nein, man möchte sie immer prüfen. So. Also, wie kann noch Open Source jetzt aussehen bei Hardware, die wir vertrauen wollen? Also, was man machen kann, Peer Review, also man kann es, das Viele-Augen-Prinzip kann man also Sachen eliminieren, das kann man tun und wir wären sehr, sehr gerne in der Lage, dass man sagen, gut, okay, wir lassen den Code sozusagen sicher drauflaufen, wir prüfen das jeweils. Aber ohne diese Art von Transparenz funktioniert das für uns leider nicht. Ja, Sachen, die aus der Community kommen, das ist immer auch was sehr, sehr Starkes, was geht. Designs, die der Community gehören, das sind so Standards, wo wir eigentlich durchaus hinwollen. Das ist eine Notwendigkeit tatsächlich, aber es reicht eben nicht, um der Hardware zu vertrauen. Also die Frage ist, können wir dieses Point of Use, dort, wo das wirklich angewandt wird, dieses Verifizierungsproblem, können wir das lösen? Ist das überhaupt lösbar? Ich habe darüber nachgedacht und ich habe drei Prinzipien sind mir eingefallen dafür. Also das erste ist, Komplexität ist der Feind der Verifizierung. Also man muss die Leute empowern, um sozusagen diese Sachen verifizieren zu können. Und das Problem ist, Komplexität ist eine komplizierte Sache. Also wenn ich sozusagen nicht nur robustes Hashing habe, dann muss ich es einfach Stück für Stück sozusagen verifizieren. Hier ist ein modernes Telefon. Das hat so viele Komponenten. Selbst wenn ich dir den kompletten Source Code dafür gebe, was machst du damit? Woher weißt du, dass das sozusagen insgesamt dann Foto funktioniert und nicht modifiziert ist? Also mehr Komplexität, mehr Schwierigkeiten. Also müssen wir es einfach machen. Ne? Wir machen es, bauen es einfach aus ganz simplen Transistoren. Sehr, sehr leicht zu verifizieren werden diese Projekte dann. Und das Problem ist, so, das heißt, wenn man hier bis 500 Nanometer Produktionsstrecke runtergeht und sowas, dann bekommt man sozusagen hoch bis nach 100 MHz Clock Rate sozusagen, aber das ist halt wirklich limitierend. Also man hat immer diesen Trade-off, ist es leicht herzustellen, ist es leicht zu verifizieren und ist es überhaupt benutzbar und kann man es gut nutzen und was für Fähigkeiten hat das? Also AirPods zum Beispiel haben Millionen von Transistoren da drauf und man kann
sozusagen sich die Gleichung anschauen und schauen, wie das Backend dafür funktioniert. Und während so ein normales Headset hat eine einzige Membran, die kann man sehr, sehr schnell verifizieren. Das heißt, man hat dann einfach ein Headset, das ist wahr, aber man kann zu diesem Headset nicht sagen, hey Siri, und es funktioniert. Das funktioniert sozusagen nicht. So. Um einen Dialog zu starten, um dann mal ins Gespräch zu kommen, zu User Verification, wir haben also auf jeden Fall erstmal einen Kontakt aufzustellen. Ich habe ein Projekt gestartet, das heißt Be Trusted, und da ist die Frage, okay, was ist so das was wäre so ein Minimal Viable Product, so das minimale Produkt, an dem man das mal ausprobieren kann, wie das funktioniert. Und ich habe mir überlegt, okay, es müsste was sein, was tatsächlich darauf angelegt ist, modifiziert zu werden. Und das ist ein Bild davon. Das ist ein Prototyp, den ich tatsächlich hier habe. Den könnt ihr euch auf dem Kongress hier auch anschauen. Das ist ein Mobilfunkgerät, das sozusagen für textbasierte Kommunikation gedacht ist. Und man kann das auch für Authentifizierung nehmen und ein Wallet ist noch drin. Und ich denke, Leute, die es nutzen könnten, wären so High-Value-Targets, also Leute, die Geld verwalten oder Leute, die aus anderer Sicht als ein Angriff sehr interessant sein könnten. Und natürlich Open-Source-Enthusiasten. Und am liebsten hätte ich das auf der ganzen Welt verwendet, dass es wirklich eine ganze Menge von Leuten und verschiedenen Leuten auch verwendet wird. Die Frage ist, das bringt mich dann an den Punkt, wo ich sage, okay, ich kann die wirklich schwierigen Probleme lösen. Das heißt, das Ganze muss dann selbstverständlich mit Unicode funktionieren. Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Das führt mich zum zweiten Punkt, dass ich sage, okay, wir müssen das komplette System verifizieren und nicht einzelne Komponenten. Ne? Also, warum denke ich über dieses komplette Gerät nach? Naja, das Problem ist, diese ganzen privaten Sachen sind keine, bleiben nicht wirklich privat. Ne? Also man kann auf dem den Screen Inhalte kopieren, man kann Sachen abhören und selbst wenn man diese Schlüssel sicher halten möchte, müssen diese Schlüssel trotzdem einmal und die Passphrases über das Keyboard, über die CPU wandern. Und das heißt, sobald man sozusagen das Keyboard benutzt, kann so eine Message aufgehen und sagen, übrigens, dieses Keyboard kann lesen, was du gerade tippst. Also von daher hat man so ein Ding auf der Seite, wo ich sage, ja, wollen Sie das tatsächlich wirklich haben? So könnten nämlich auch Daten modifiziert werden. So, also schauen wir uns mal an, wenn ein komplettes Gerät verifizierbar sein soll, wie sieht das Ganze aus oder wie führt man das Ganze zu einem tatsächlichen Projekt zusammen? Also das ist die Idee, diese drei Sachen zu nehmen und diese fünf Features zu haben. Also ein echtes Keyboard und ein Black-and-White LCD-Bildschirm, ein FPGA-basierter RISC-Chip. Ja, gehen wir mal so Stück eins durch. Also erstens, warum gibt es ein physisches und kein virtuelles Keyboard? Ja, das Problem ist, dass diese guten virtuellen Keyboards halt einen eigenen Firmware-Blob drin haben müssen, also einen Microcontroller. Und es ist gar nicht so leicht, diese Dinge zu bauen. Und wenn man das wirklich gut und mit Open Source machen möchte, das wäre toll, wenn man das hätte, aber das ist wahnsinnig aufwendig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir nehmen einfach hier ein physikalisches Keyboard. So sieht das Ganze aus, wenn man das Ganze auseinander nimmt. Man hat einfach das Overlay darüber. Man kann auch diese Abdeckung mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Beschriftungen da nehmen. Und wenn man es gegen das Licht sieht, sieht man, gut, okay, da sind die Drähte, da sind die Schalter, da ist nicht viel drauf. Und das lässt sich also relativ vergleichsweise simpel verifizieren. Schwarz-weiß LCD, bisschen schwieriger. Ja, warum nicht Farbe nehmen? Wenn man jemals ein LCD-Display auseinandergenommen haben, dann schaut man nach diesem kleinen, dünnen Rechteck, was sich dort befindet, das sich in der Nähe des Displays befindet. Das ist tatsächlich ein Silikon-Chip, der da drauf montiert ist. So sieht er aus in der Vergrößerung. Und da ist der Framebuffer drin und das Command-Interface. Das heißt wieder, Millionen Transistoren da drinne und man weiß nicht, was da drinne ist, also was sie eigentlich tun. Und das heißt, das ist wieder so ein Angriffspunkt, über den man sich Sorgen machen könnte. Ich habe tatsächlich einen Screen gefunden, der heißt Memory von Sharp Electronics und das alles ist, die gesamte Electronics sind auf Glas montiert. Und das heißt, ich kann sie tatsächlich sehen mit einem billigen optischen Mikroskop. Und das ist die Komponente, die wirklich alles auf dem Display macht. Da ist nichts Verstecktes da. Das lässt sich also gut verifizieren.
Und es gibt so, so wenig Orte, wo man hier was verstecken kann, dass man muss es eigentlich gar nicht unbedingt prüfen. Na, das heißt, wenn man dieses Glas sich anschaut oder einen Chip ran will, also am Schluss sieht es so aus, weniger Orte, wo man was verstecken kann. Und das wäre gut, wenn man dort was verschenken kann. Die gute Nachricht ist, dass dieses eine große Pixeldichte hat. Es ist näher an das IP-Resolution. Wenn wir jetzt zu diesem schwierigen Teil des Prozessors kommen, der Halbleiterteil, jedes Chip, das von heutzutage gebaut wird, ist nicht mehr komplett überprüft. Alles, was man überprüfen muss, muss Schicht für Schicht überprüft werden. Jeder moderne Chip besteht aus vielen verschiedenen Schichten. Alles müsste überprüft werden. Dieser Prozess ist sehr schwierig umzusetzen. Man musste die Hardware einen Prozess bauen, um diese zu überprüfen. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, Optionen für diese Überprüfung zu aufzusetzen. Wir müssen Chip-Design-Techniken mit Schwierigkeiten verprügeln, wo kann man die Gates, die damit zusammenhängen, überprüfen. Das Problem ist, dass es keine richtige Strategie gibt, die wirklich einfach umzusetzen ist, um wenig Geld umzusetzbar ist. Es gibt keine wirklich gute Möglichkeit, um für alltägliche Menschen diese Überprüfung zugänglich zu machen. Es gibt keine platonische Möglichkeit, diese Überprüfbarkeit umzusetzen. Das FPGA steht für feldprogrammierbare Schaltarray. Das ist ein Bild eines FPGAs. Auf der oberen rechten Seite ist eine große Cluster von Chips, viele Schalter, viele. Dieses Bild zeigt eine Korrelation von Designs, für wo man Code korrespondieren kann, für dieses Netz. Okay, also gucken wir uns das mal an. Der Gedanke dahinter ist, dass man das, dass jeder sozusagen sich diese CPU aus dem Quellcode selber herstellen kann. Also damit haben wir ein bisschen mehr von diesem Vertrauenstransfer, wie wir es in der Software haben. Aber das Problem ist, dass, wie gesagt, diese Toolchains nicht immer gut funktioniert. Es gibt sozusagen ein paar falsche Freunde und es gibt mehrere Probleme in dieser Implementierung da drin, aber wenn man ein FPGA nimmt, das ist ganz gut. Da gibt es immer diese Frage, dieser Trade-off zwischen Usability und kann man es verifizieren oder nicht. Bei einem mobilen Gerät, das möchte man ja sozusagen den gesamten Tag über verwenden und möchte nicht, dass das sozusagen leer ist. Das heißt, Akkudauer ist eine Frage. Wenn man also bestimmte Sachen nimmt, dann geht das also sozusagen dead by noon. Mittags ist das Gerät leer. Das wäre natürlich wirklich nicht so richtig gut. Und das wirkt sich dann wieder auf die Verifizierbarkeit. Schauen wir uns ein bisschen mal diese FPGA-Features an. Das eine, was sie anbieten, ist sozusagen, ich bekomme so ein paar Randomisierungsmöglichkeiten, aber eben auf der Hardware. Es gibt so eine pseudo-zufällige Verteilung von Elementen auf der Hardware tatsächlich. Das heißt, man sieht diesen Source Code hier mit einer sehr, sehr kleinen kleinen Modifizierung. Und man kann aber sehen, dass sich damit der Ort, wo das Ganze implementiert wird, in der Hardware tatsächlich verschiebt. Und das bedeutet, damit werden ein paar Angriffe auf der Silikonebene tatsächlich wirklich schwierig, weil wenn man einfach nur sagt, dass man so ein paar Drähte oder sowas verändern will, dann wird es wahrscheinlicher, dass man es auffinden kann. Das heißt, wenn man wirklich eine Backdoor in so ein FPGA reinbauen möchte, dann muss man wirklich, wirklich drinnen auf der Source-Code-Ebene sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Und das heißt,
Wir suchen dann nicht mehr bei der Verifizierung die Nadel im Neuhaufen, sondern wir messen einfach, wie hoch der Heuhaufen ist. Das ist sehr, sehr viel einfacher zu implementieren, als sozusagen diese Nadel drin zu suchen. Also, noch ein paar mögliche Attacken, mögliche Angriffsmöglichkeiten auf dem FPGA sieht so aus. Also, was der FPGA selber hat natürlich noch einen Closed-Source-Chip. Was ist da drin? Weiß man nicht. Man könnte sozusagen einen bestimmten Block reinhauen und versuchen, okay, zu erkunden, was passiert da drin, wie funktioniert das Ganze. Aber es gibt, dort gibt es sozusagen zumindest eine Umgehungsmöglichkeit, die relativ einfach ist. Wenn man die, die Input-Output sozusagen angreifen will, wo ich gesagt habe, okay, man versucht also einen Chip dazwischen zu löten vor das FPGA. Es gibt so ein paar Tricks, die man haben kann. Man kann den Bus zum Beispiel einfach verschlüsseln. Das wäre eine Möglichkeit, die man hat. Und man macht das Ganze auf der Implementierung. Zum Beispiel, man kann auf jedem Gerät die Drähte sozusagen anders beläden, also permutieren, wie diese Pins gemappt sind. Und das damit würde eine bestimmte Implementierung, die müsste oder ein Angriff müsste tatsächlich jeden dieser Fälle dann handhaben, was wir hoffen, dass schwerer möglich ist. Und natürlich kann man es nochmal gründlich durchleuchten, das geht immer noch. Die Schwierigkeit bei diesem Closed Silicon, also bei diesen Teilen, wo man nicht rankommt. Wir nehmen mal an, diese Firma hat so einen Toolchain-Patch und der sozusagen schaut, okay, wo gibt es ein Betrusted Build und dann genau in diesen Builds, da möchte ich eine Backdoor drin haben. Und ja, das heißt, oder vielleicht sogar die ganze Toolchain selber, die ich verwende, um mein FPGA, also meine Schaltung auf den Chip zu bekommen in den Backdoor. Aber das Coole daran ist, es gibt ein Projekt, das heißt PRG X-Ray, Project X-Ray, und die haben diesen kompletten Bitstream dokumentiert und das heißt, wir wissen nicht genau, was diese machen, aber das Verhalten dieses Bitstreams ist deterministisch und das bedeutet, wenn da eine Backdoor drin ist sozusagen, dann würde man sehen, dass sich was geändert hat in diesem Bitstream. So, das heißt, wir können hoffentlich irgendwann so einen Bitstream-Checker bauen, der tatsächlich in der Lage ist, sozusagen diese Bits zu prüfen, zu gucken, hat das, funktioniert das alles, ist das so wie erwartet, wenn ich mein Gerät benutze. Und damit kann ein Benutzer tatsächlich von seinem Gerät bestätigen, ja, das funktioniert so, wie es designt wurde. Also, Zusammenfassung. Schauen wir mal. Also, die, was dafür spricht, einzige eigenes Chip sozusagen machen, ist, man bekommt sozusagen Custom Silicon, man hat eine sehr, sehr gute Performance bei 40 Nanometern und das ist aber wirklich, wirklich schwer zu verifizieren. Das heißt, Open Source hilft da nicht und diese Hard IP Blocks sind wirklich ein schwieriges Problem. FPGAs, die haben einige ganz, ganz offensichtliche Pfade, wo wir die Angriffe abwehren können. Ne? Das heißt, wir können, haben dieses randomisierte Mapping, wir können diese Bitstreams anschauen und wir können pro Device ein eigenes Pin-Mapping machen. Ist nicht perfekt, aber ist schon sehr, sehr viel besser, als man das gar nicht machen könnte. Und das Problem ist, die sind gerade gut genug für die Antwortung. Das heißt, man hat immer noch den externen RAM, den man verwenden muss. Man hat eben nur 100 Megahertz Speed und man hat 5- bis 10-fachen Energieverbrauch, den man mit dem Custom Silicon hätte. Und das ist natürlich für ein mobiles Gerät eine ganze Menge. Und wie man gesagt, also wenn ich das für euch das Gerät hier zeige, warum das so dick ist, das ist die Batterie. Das ist einfach der Hauptteil da drin. Ja, schwierig. Also, jetzt schauen wir mal die letzten Punkte uns noch an. Also User Sealable Keys und das geht da jetzt um diesen dritten Punkt. Also die End-Users sozusagen ihre Hardware zu überprüfen und zu versiegeln. Super, ich kann es verifizieren, aber kann ich da drin ein Geheimnis für mich behalten? Kann ich da drin Geheimnis speichern sozusagen? Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, Keys in einem FPGA zu bekommen sozusagen. Wir wollen User-erzeugte Schlüssel, die schwer aus diesem Gerät rauszuholen sind. Und wenn es passiert sozusagen, dann sollte man das bekommen können. Ja, also rausbekommen können, dass hier ein Angriff stattgefunden hat. Und die Lösung ist sozusagen dieses Self-Provisioning und ein Versiegeln tatsächlich der kryptografischen Schlüssel. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn wir uns die Serie 7 von dem FPGA anschauen, dann haben wir diesen einen verschlüsselten HMAC-verifizierten Bitstream, von dem gebootet wird. Auslesen wird verhindert davon. Und man braucht ungefähr einen Tag und 1,6 Millionen Ciphertext Traces, um diese Schlüssel dort raus zu bekommen.
Und das wäre tatsächlich immer noch ein Problem, aber es gibt ein paar leichte Möglichkeiten, dem zu begegnen. Das eine ist tatsächlich, es zu wirklich physisch zu versiegeln. Oder die Power-Filterung sozusagen dort zu verbessern. Also jemand aber beim Zoll oder dieses Evil-Mate-Angriffsmuster sozusagen könnte da versuchen, immer noch da sozusagen rankommen. Was bedeutet das für uns? Wenn wir eine Region im Chap kennen, die wir sichern wollen, dann wäre das... Wenn man genau weiß, wo man angreifen will, braucht man ungefähr eine Stunde, um die Schlichten abzutragen, eine weitere Stunde, um das Layer freizulegen. Das heißt, man könnte das in einem Nachmittag versuchen, auf der Hardware-Ebene anzugreifen. Aber das passiert nicht bei einer Zollstation und das wird auch nicht bei jemandem, bei einem Mitarbeiter, einem unvertrauenswürdigen Mitarbeiter passieren, wo das ist also so nicht möglich. Gut. So. Das heißt, wie bekommt man diese Schlüssel in das FPGA rein und wie bekommt es wieder raus? Wie gesagt, sie sollten user-generiert sein, sie sollten niemals das Gerät verlassen, die CPU sollte gar nicht rankommen. Und ja, man sollte nicht sich wahnsinnig auskennen müssen. So, wie machen wir das? Wir haben diese zwei Rechtecke, die da zu sehen sind. Das eine ist der ROM, da ist ein Bitstream drin und auf der anderen Seite das FPGA. Und wenn man sich das Ganze anschaut, im ROM drinne, da ist der nicht verschlüsselte Bitstream im ROM drinne. Dann haben wir eine Crypto-Engine, die aber wiederum keine Schlüssel hat, ne, die das sozusagen prüfen kann. Und die Schlüssel werden erzeugt auf einem Teil, wo das FPGA nicht rankommt. Dann kann diese Krypto sozusagen dort rangehen und während sie diesen Stream verschlüsselt, kann sie diese Schlüssel dort sozusagen rein injizieren. Und da wir wissen, wo das Ganze sich befinden muss in dem Bitstream, dann haben wir einen versiegelten Bitstream in dem ROM drin. Und an diesem Punkt sozusagen sollte tatsächlich der Strom nicht ausfallen, aber dann haben wir diesen Schlüssel und können ihn tatsächlich in den FPGA mit reinnehmen, weil wir sozusagen diesen Strom dort über die Crypto-Engine entschlüsseln können. So, es gibt jetzt keinen Weg sozusagen in diesen Bitstream reinzugehen und zu sagen, okay, sag mir jetzt deinen Schlüssel. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht mehr möglich. Man kann sozusagen diesen Hardware-Upgrade-Path immer noch wieder ermöglichen da drinne. Wenn man das aber macht, dann öffnet man wieder so eine Angriffsoberfläche, weil man dann natürlich wieder Zugriff auf diesen Schlüssel bekommen würde. Das heißt, wenn man wirklich paranoid ist, macht man das Ganze nur ein einziges Mal und dann muss man wirklich tatsächlich brute force diesen Schlüssel zu knacken. So, also es ist möglich mit FPGA und jetzt noch der letzte Punkt, es ist leicht zu verifizieren. Also wenn man eine begutachtbare Barriere machen muss, das Problem ist, diese Glitzersiegel sind einfach wahnsinnig hart zu verifizieren, ne? Ich selber habe manchmal ein Siegel drauf gemacht und weiß dann nicht mehr, ist das Siegel, was ich da eigentlich vorher drauf gemacht habe. Das heißt, wir haben diesem Gerät, den wir nicht haben. Die Frage ist, wie kriegt man jetzt raus, okay, dass man das selber bauen kann und so ein Wasserzeichen anlegen kann. Also, was man machen kann, ist so ein, diese Idee ist, dass ich dieses Epoxidmischung nehme und das Ganze auf den Tisch mache und dann diese Bewegung mache. Und dann mischt das Epoxid in dieser Tüte und dann male ich ein Wasserzeichen da drauf. Und Menschen sind sehr, sehr gut, ihre eigene Handschrift wiederzuerkennen. Das ist tatsächlich so. Man kann das versuchen, aber das zu verifizieren ist zumindest viel, viel einfacher, als auf so einen Glitzercode zu gucken. Und das heißt, was man macht, ist, braucht einfach noch ein bisschen Küchenpapier und dann kann man das auf dieses Gerät drauf applizieren. Und wenn jemand das versucht, also abzutragen oder zu tauschen, dann kann man persönlich meistens selber sehr gut sagen, Moment, das ist nicht das, was ich gezeichnet habe, das ist nicht das, was von mir kommt. Und naja, also es ist so eine Art Hack, aber ich denke, es ist ein bisschen näher da dran, dass man nicht noch eine extra Hardware oder irgendwas kaufen muss, um eine Verifizierung durchzuführen. Also,
Ich habe über verschiedene Implementierungen hier gesprochen, wie man diese drei Prinzipien für vertrauenswürdige Hardware anwenden kann. Die Idee ist, man versucht ein System zu bauen, das nicht zu komplex ist, sodass man die einzelnen Teile und alle zusammen möglichst verifizieren kann. Dass man auf das Keyboard, sich das Display anschaut und den FPGA direkt von der Source kompilieren kann. Und am Schluss möchte man sozusagen die Geheimnisse haben. Es sollte mit dem User anfangen und mit dem User aufhören. Das ist der Punkt, wo man hinbekommen möchte. Und ja, okay, und man möchte sicherstellen, dass diese Geheimnisse in dieser Hardware also sicher bleiben. Das Ding ist also, diese Lücke zwischen Time of Check und Time of Use, wo wird es angewandt, wann wird es geprüft, zu schließen und das weiterzubringen zu diesem Point of Use, also zum User. Wir sehen diese riesige Landschaft an Problemen und die Idee ist, einfach so viel wie möglich den Usern beizubringen, ihr eigenes Zeug zu verifizieren. Das sollte im Design mit drin sein. Und das ist etwas, wo wir hoffentlich bald drüber sprechen können, mit welchen Werkzeugen wir das machen können. Aber ich würde gerne sehen, ob ihr in euren sozialen Netzwerken so ein paar Bemerkungen hinterlassen könnt, ob man jemanden findet, der das kann oder so. Und es muss darum gehen, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass man sowas tun kann. Und dass man irgendwann mal Leute fragen kann, die sagen, ja, arbeitest du mit? Ja, na klar, ich hashe das und so weiter und so fort. Und dass Leute irgendwann sagen, habe ich ein paar Leute vergessen, von denen ich das eigentlich haben möchte, dass sie dazu in der Lage sind. So. Hier geht es also darum, dass man auch selber überprüft, ob das eigentlich wirklich nützlich ist, was ich da versuche. Na, das heißt, ich möchte eigentlich rausgeben zu Leuten und sagen, hier, prüft das mal, schaut mal, ob das wirklich echt ist. Also, der Entwicklungsstand sieht im Moment so aus, dass die Hardware gerade in diesem EVT-Stage von Prototyp ist. Und wir wollen eigentlich im Moment noch viel mehr Ideen dafür sammeln, wie das Ganze funktioniert. Die Software fängt gerade an. Wir schreiben unser eigenes Betriebssystem dafür und wir schauen gerade noch, wie die User Experience dafür aussieht und wie das Ganze mit Anwendung funktionieren könnte. Und ich möchte nochmal einen riesen Danke an LNet geben, die uns dafür die Finanzierung oder die Förderung zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt können wir tatsächlich über die schweren Probleme nachdenken und müssen nicht noch ein riesen Crowdfunding aufmachen, was ja auch Problem ist, ne? Und die Leute sagen, ey, das sieht aus wie so ein Product Making, können wir das verkaufen? Und ich sage, nee, Moment, das ist noch nicht fertig. Und ich will mir für sowas wirklich die Zeit nehmen, drüber zu sprechen, Leuten zuzuhören, gucken, wie es funktioniert und einfach die richtigen Dinge zu tun. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und das ist Zeit für Fragen und Antworten. Ja, wir sind aus der Besetzerkabine, Franz T. und FL Berger und Attila E. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns Feedback geben bei Twitter mit dem Hashtag C3Lingo. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, bitte geht auf Twitter und oder IRC und sendet es mit dem Hashtag Hashtag Clark. Weitere Informationen dazu findet man auf den üblichen Seiten unter events.ccc.de. Frage vom Mikrofon 1. Du hast erwähnt, dass es mit dem Beginn, mit dem Hard IP-Blocks, diese wurden ersetzt durch. Hast du dasselbe Bedenken mit den Hard IP-Blocks, mit den eingebauten Blockrams oder mit einigen anderen Funktionen, die verwendet werden? Ja, wir müssen darüber nachdenken, wie Implantate, die im FPGA existieren, sind, umzugehen ist, die vielleicht auch schon vor diesem Projekt in den FPGAs exportieren. Vielleicht gibt es da Angriffe über JTAG, die wir noch nichts wissen. Aber das US-Militär benutzt viele von diesen FPGAs in ihren Geräten. Das heißt, sie haben selber ein Interesse daran, dass dort keine Sicherheitsangriffe vorhanden sind. Ich glaube, das wichtigste Antwort ist, dass es möglich ist. Die positive Sache ist, dass dadurch, dass FPGAs sehr
regulär, sehr gleichmäßig sind, ist es einfacher, die initiale Konstruktion zu überprüfen, ein machbares Problem ist. Das bedeutet noch lange nicht, dass das, was wir heute haben, dasselbe ist, was wir auch überprüft haben. Das heißt, aber wenn jetzt ein Block verändert wurde, dann können wir dadurch, dass wir einfach Zufall da reinbringen, wie das genau implementiert ist, dann müssen sie deutlich größere zusätzliche Strukturen hinzuführen und dann könnte man das viel einfacher erkennen. Aber das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Mikrofon Nummer 3, bitte. Hallo. Meine Frage ist, in deinem vorschlagenden Lösung, wie kann man den Angreifer unabhängig davon, bevor ein Nutzer selbst diese Überprüfung vor der Hardware vornehmen kann. Die Idee von dem Selbsteinfügen von den kryptografischen Schlüsseln ist, dass wir verkaufen dir das Gerät, du kannst die Platine dir anschauen, du kannst dir das Gerät anschauen und dann kompilierst du dein eigenes FPGA-Software. Und in der ist diese sind die Sachen drin und du kannst das verifizieren. Und wenn du jetzt diesen Komponente, dieses kompilierte Gerät überprüfen, angreifen möchtest, dann muss der entweder den Bitstream verändern dann oder den Code verändern und damit wäre ein Hash anders. Das heißt, irgendjemand müsste ein Hardware-Implantat hinzufügen, um, zum Beispiel zum Arbeitsspeicher, aber das hilft nicht, weil bevor es zum Arbeitsspeicher kommt, ist es verschlüsselt. Das heißt, haben gerade gesagt. So. Ich glaube, dass da der Angriffsschnittstelle relativ gering ist. Du hast über die Courier geredet. In diesem Fall, der Courier würde die Hardware-IP nicht verändern, aber die Hardware-FPGA wäre anders provisioniert. Also die Frage ist, du baust deinen eigenen Bitstream. Ich liefere nicht den Bitstream aus. Die Frage ist jetzt, wenn man jetzt den Bitstream, wie überprüfen wir, dass der ROM keine Hintertür hat? Ja, das ist möglich, aber da kann man auch sich gegen schützen. Die Idee, wie wir dort die Zufälligkeit in der Kompilat haben, wir kompilieren da einfach eine 64-Bit-Nummer da rein. Und wenn wir dann können wir im Bitstream die Nummer herauslesen. Das heißt, wenn jemand den Bitstream vorher schon rein implementiert hat und den einen anderen Bitstream drin hat, dann ist diese Zufallszahl da nicht drin. Und ich glaube, es gibt Methoden herauszufinden, ob der ROM verändert wurde, wenn da eine böse Kopie von dem Source Code drin ist. Da können wir uns gegen verteidigen. Letzte Frage vom Mikrofon 5. Eine der Optionen, die du erwähnt hast, war die Idee, selbst Halbleiter herzustellen, die man optisch überprüfen könnte. Ist das eine komplett verrückte Idee? Würdest du das in Zukunft dir vorstellen können? Oder hast du das angeschaut? Ich habe darüber nachgedacht, es gibt ein paar Probleme dabei. Also das erste ist, wenn wir eine optische Verifikation benutzen, dann müssen unsere Benutzer das Ganze, diese optische Verifikation durchführen. Das heißt, eine der guten Sachen vom FPGA ist, dass wir alles, was wir da geredet haben, die Hash überprüfen und so weiter. Das bedeutet, dass wir da kein spezielles Equipment beim Endbenutzer haben müssen. Das heißt, wenn wir unseren eigenen Chip in 500 Nanometer Silikon herstellen, dann würde er wahrscheinlich 100 MHz laufen. Man hätte nicht so viel Arbeitsspeicher, vielleicht 100 Kilobytes, also nicht so viel. Und es würde viel Strom verbrauchen, aber dann müsste jeder einzelne von diesen Chips überprüft werden. Sobald wir ihnen ein schwarzes Blob von Epoxid reinmachen, dann sieht man es nicht. Ich habe über transparente Verpackungen
Ja, das kann man machen, dann müsste jeder Endkunde ein Mikroskop benutzen, um nachzuschauen, aber ich glaube, das ist so. Ich versuche mir zu überlegen, wie meine Mutter das benutzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendjemanden kennt, der so ein optisches Mikroskop hat, und, außer jetzt vielleicht mich. Und ich glaube nicht, dass das eine faire Herangehensweise ist, wie ein Benutzer das Ganze verifizieren kann. Das heißt, vielleicht für einige Szenarien ist das eine Herangehensweise, weil eine komplette optische Verifikation ist und die einzige, und das der einzige Abstandsding ist zwischen dir und dem Chip. Das ist das Problem, wenn so ein harter Chip, wenn man einen wirklichen Chip hat. Selbst wenn es klar ist, jemand könnte einfach den Chip austauschen oder einen zusätzlichen Chip unten drunter einbauen, dann muss man es immer noch irgendwie mit einem überprüfen. Die Idee bei dem Display ist, dass man es nicht überprüfen muss, sondern dass es so einfach ist, dass man das nicht mit einem Mikroskop überprüfen muss, weil es ist sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu verstecken. Ja, vielen Dank für alle, die Fragen gestellt haben, und auch eine große Runde Applaus für unseren Vortragenden Bunny.